Hallihallo, nochmal ein kleiner Nachtrag zu unserem Ubuntu Snappy für den Desktop, was im Moment in der Entwicklung ist. Wir haben ja ein neues Paketsystem für Ubuntu und das kommt irgendwann in ein paar Jahren. Und da sind wir schon am Testen. Hier haben wir zum Beispiel ein App installiert in unserem Snappy. Das heißt vier Konsole. Das hat ein gewisser Herr Bernd Dietzel geschrieben. Ich bin jetzt im Snappy Store drin. Ja, weil der Name so geschickt gewählt ist, ganz oben im Snappy Store. Also wer auch mal im Snappy Store irgendwas dazu beitragen will, das geht ganz einfach. Nun, hier sind jetzt um die 30 Snaps drin mittlerweile, ne? Und ich bin ja ganz oben, ganz alleine von Gott in die Welt verlassen. Ja, gut, ich hatte schon ein Python-Game mal geschrieben, dass man einfach unter Python ausführen kann. Ne? Da habe ich sogar auf meinem Now-Roboter mal laufen lassen. Ne? Und wer das auch mal möchte, der kann einfach dieser Anleitung folgen. Link hänge ich an. Ne? Was ihr eigentlich nur braucht auf eurem lokalen PC, der noch nichts mit Snappy zu tun hat, ein paar Pakete installieren. Und zwar diese da. Wie gesagt, hänge ich das an. Das braucht ihr eigentlich nur für einen bestimmten Befehl, der später kommt, den ihr zum Herstellen der Snappy-Datei braucht. Das ist quasi der Ersatz von der Depp-Datei. Das ist jetzt eine Snappy-Datei. Und die ladet ihr dann hinterher, wenn ihr die erstellt habt, dann hoch mit My Apps, Developer, Ubuntu.com, bla bla bla. Na, wie gesagt, alles auf der Seite drauf. Um das jetzt nicht zu kompliziert zu machen, wir zeigen erstmal mein Snap da, mein App da. Ich gehe nochmal auf SSH. Ubuntu. At webdm.lokal. Das ist ja mein separater Rechner, mein, ja, im Prinzip mein Server, der läuft. Und das Passwort war Ubuntu. Das ist der Rechner, den wir hier fernsteuern, auf den dann das experimentelle Ubuntu-System, wo die ganzen Snaps und Apps drauf laufen und auch der Store drauf zu sehen ist. Gut, da sehen wir CD. Wie gesagt, mein App landet dann auch, sofern ihr es überhaupt installieren wollt, CD-Apps in dem Verzeichnis, wo die ganzen Apps reingehören, neuerdings, ne? Und die sind da schön isoliert von allem anderen, ne? Deshalb kann man ruhig mal meinen Quatsch da dazufügen. Ja, das ist das Neue an dem neuen System. Da muss man nicht gleich Angst und Bange haben, dass das ganze System kompromittiert wird. Dann gehen wir mal CD Current. Das müsst ihr eigentlich jetzt gar nicht alles wissen. Darin seht ihr dann, ja, Binaries und Metadateien. Die beiden habe ich erstellt, die beiden Ordner. Und ich habe sogar versehentlich ein paar Icons mit hochgeladen. Aber ist nicht schlimm, die können ja ruhig drin bleiben. Ja. Also, ist aber wichtig zu wissen, was denn überhaupt da drin landet. Ich habe also CD bin hier ein Verzeichnis. Darin liegt das Python-Skript namens runcd. Und da starten wir jetzt mal mit dem Namen von dem Paket 4 Konsole. Punkt run wird automatisch hinzugefügt. Wenn nicht, dann Punkt und dann ran und dann läuft mein Vier-Gewinnt-Spielchen. Ist nichts Tolles. Wie gesagt, soll kein Schachmeisterprogramm werden für Vier-Gewinnt. Aber wie gesagt, weil es noch im Moment keine grafische Umgebung gibt für Snappy, ist das vielleicht nichts Verkehrtes, wenn man da mal was hat. Ich lasse den Computer jetzt mal gewinnen. Computer wins horizontal. Gut. Wie macht man das, dass man da in den Store reinkommt? Wie entwickelt man das? Wie gesagt, nachdem ihr die ganzen Pakete installiert habt, ich habe mir einfach mal einen Ordner-Test auf meinem normalen Rechner installiert und da gibt es unter Ordner TR, da ist mein ganzes Projekt drin. Also diesen ganzen Kram hier, das wird hinter in dieses Paket Snap gepackt. So, wie fängt man an? Ich habe ja mein Python-Skript, darum geht's. Ich wollte dieses Python-Skript, das hinten dran nicht Py heißt, sondern einfach nur ran. Ja, publizieren. Ne? Um das Ding geht es eigentlich. Ne? Und das Ding ist dann auch ausführbar gemacht. So. Dann konnte ich hier schon mal lokal ausprobieren, läuft mein Python-Skript und unter Python 3 und Python 2. Gut. Ich muss einen Ordner haben, bin, wo die ganzen ausführbaren Dateien drin sind. Und dann gibt es einen Ordner Meta, da muss man haben. Da braucht man ein paar Dateien. Einmal so ein Symbol,
im SVG-Format, also frei skalierbar. Das hätte ich vielleicht mal ein bisschen dunkler machen sollen. Das ist ein bisschen zu hell geraten. Gut. Da gibt es eine readme.md, die genauso heißen muss. Und dann habe ich da was reingeschrieben, was das denn so sein soll. Und dann gibt es diese Package YARN-Datei, wie auch immer das heißt. Diese Beispiele kann man sich kopieren von anderen Projekten. Da braucht man keine Angst haben, dass man sich verschreibt. Zum Beispiel habe ich dann einfach vier Konsole genannt. Das ist der Name des Programms, die Versionsnummer. Das ist alles wichtig für, damit das im Paket so hinterlegt wird. Dann auch diese Schreibweise beibehalten. Da habe ich mir eine extra E-Mail-Adresse angelegt, damit ich die bei Bedarf blockieren kann, wenn der Spam kommt. Und wie gesagt, dann ein Pfad zur SVG-Datei, also dem Symbol, mehr gar nicht. Ne? Das war schon. Also wenn man das alles gemacht hat, ne, das ist eigentlich kein Hexenwerk. Also diese Screenshots, die habe ich da versehentlich mit drin gelassen. Dann geht man im Terminal genau in den Ordner rein, den man da publizieren möchte, ne? Wo man sein Programm da im Snappy Store haben will. Also ich habe das, bei mir war das im Test-Ordner. Test, CD und der Ordner TRR, also der Rekraner, da ist alles drin. Ne? Gut, und jetzt will man so eine Snap-Datei haben, ne? Die war vorher ja nicht da. Und dafür macht man einfach nur Snappy. Ne? Build und Punkt und Enter und dann entsteht diese Snap-Datei. Fertig. Das ist der Satz für die Depp-Dateien. Ne? Ja, also jeder Depp kann das jetzt machen, sonst Snap. Und die Datei, ne? Ja, die lädt man dann hoch, ne? Zu den, ja, Ubuntu Store quasi. Das ist dann der Link, ne? Hier, ja, die Snap-Datei, die lädt man da hoch. Ne? Da wird die noch überprüft. Da kann man noch ein Bildschirmfoto anhängen, da kann man noch eine Beschreibung machen und Benutzernamen festlegen. Und der Benutzername ist hinterher quasi der Ordner, der auf dem, ja, der auf dem Rechner, also ich gehe nochmal in CD Apps rein, LS, der Benutzername, den man auf der Webseite da festlegt, ne, der wird da hinten immer dann so angehängt, ne, damit man sieht, von wem ist denn der Scheiß, ne? Von mir zum Beispiel. Das ist dann wichtig zu wissen. Gut, ansonsten kein Hexenwerk. Man kann diese Apps dann hochladen. Die werden automatisch überprüft. Ich hatte erst einen Fehler drin. Ich wollte erst keine E-Mail-Adresse drin haben. Wir haben gesagt, man muss aber rein. Geht alles automatisch, kriegt man Meldungen auf Smartphone oder wie auch immer. Und dann habe ich nochmal die überarbeitete Version hochgeladen. Und dann war das innerhalb von ein paar Minuten im Snappy Store, drin. Und weil der Snappy Store nicht so wahnsinnig voll ist im Moment, ne, war ich gleich mit dabei. Also hier sieht man bei den installierten Snaps, dass ich vier Konsole drin habe, ne, das ist von mir. Und mit vier Konsole Punkt ran kann man das ausführen, der Snappy Store. Wie gesagt, da sind die ganzen drin, da kann man sich nochmal angucken. Das ist ein Python-Game für die Konsole. Meine E-Mail-Adresse, die ich nicht rausrücken wollte, hatte ich da angeben müssen, kann ja auch nichts dran, ist nicht meine Idee. Wie gesagt, im Moment haben wir erst 30 Stück drin, würde mich freuen, wenn ihr mal was dazu klopft und den Link vielleicht in den Kommentaren zum Video postet. Ist also kein Akt, ne? Wer hätte gedacht, dass man so schnell bei Ubuntu ein Programm publizieren kann, ne? Ja. Wer hätte das gedacht? Sonst hätte man gedacht, das geht jetzt erstmal einen, ja, langen Weg, bis das alles mal security-mäßig überprüft wird, ob das alles richtig ist und kompatibel. Snappy macht's möglich. Einfach bilden, hochladen und bums ist es im Store. Ich hoffe, ihr mit Gordon zusammen. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.